Funkelnde Swarovski-Kristalle, eingefrorene Champagnerflaschen und eisige Wärme. Das ist die Frozen Ice Bar in Lech, die weltweit erste Eisbar in einer Skiregion. Wir haben mit 4 Personen 16 Tage gebraucht, Tag und Nacht natürlich, um dieses zu bauen. Zusammen mit Swarovski-Kristalle und einigen Eisdesignern wurde das einzigartige Bauwerk performt. Alleine das Eis in der Eisbar hat einen Wert von ca. 15.000 Euro. Ja, es war erstmal nötig, eine komplette Kühlung der Frozen Bar an sich zu schaffen, dass das Eis halt nicht wegschmilzt. Ne? Das heißt, wir haben konstante minus 5 Grad in der Eisbar drin. Und es wurden 40 Tonnen Eis benötigt, um das zu erschaffen. Obwohl alle Möbel und natürlich auch die Bar aus Eis bestehen, scheint in der Frozen Ice Bar niemand zu frieren. Für Sonnenhungrige gibt es aber trotzdem die Möglichkeit, Frozen Feeling zu erleben. Dafür sorgt die eigene Terrasse mit Außenbar. Bei den Skifahrern und Bordern kommt es sehr gut an. Wir haben eine wunderschöne Sonnenterrasse mit Lammfellen. Und wenn die Sonne scheint, dann ist es einfach der perfekte Platz zum Genießen. Und man sieht es an den Gesichtern der Gäste, die fühlen sich einfach nur wohl. Und wir haben einen lässigen Sound und dabei ein Glas Champagner zu schlürfen, ist halt das Coolste, was es gibt hier am Berg. Auch schon im letzten Jahr konnte man das Frozen-Feeling in Lech erleben. Wir haben sie verbessert und die Fehler vom letzten Jahr genutzt, um uns halt zu verbessern. Die Eisbar ändert sich jedes Jahr aufs Neue. Es werden immer wieder neue Features eingebaut, neue Ideen. Swarovski ist ein enger Partner von uns, der uns da auch sehr unterstützt mit seinen Kristallen. Und man sieht es halt, dass die Effekte sind einfach Wahnsinn. Und auch in kulinarischer Hinsicht kommt man in der Frozen Ice Bar voll auf seine Kosten. Für den Hunger zwischendurch gibt es Austern oder Antipasti. Und an der Ice Bar gibt's Champagner, Wodka oder ein kühles Pilz.